Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor ein paar Monaten mal ein Video gemacht zu deutschen Stars, die in den USA bekannt sind. Da waren unter anderem Heidi Klum und Albert Einstein mit dabei. Und ich hatte auch einen Basketballspieler mit dabei, Dennis Schröder, der in den USA sehr bekannt ist und den in Deutschland aber, glaube ich, kaum einer kennt, der jetzt nicht wirklich was mit Basketball am Hut hat. Und dann hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass das vielleicht ganz interessant wäre, nochmal so ein Video zu machen mit Stars und Persönlichkeiten, die in den USA ziemlich bekannt sind und die aber wiederum in Deutschland halt wirklich keiner kennt. Und ja, da habe ich auf jeden Fall einiges entdeckt. Ich bin jetzt mal so fair und sage ganz offen und ehrlich, da ist jetzt kein Riesenweltstar dabei, der jetzt die USA von Grund auf verändert hat. Dennoch denke ich, dass das Video ganz interessant ist, weil ich einige Leute mit dabei habe, die man irgendwie in Filmen oder Serien mal gesehen hat und wo man aber gar nicht wusste, dass die Deutsche sind. Also zum Beispiel habe ich jemanden dabei, der eine gar nicht mal so kleine Rolle im Joker vorletztes Jahr gespielt hat, die Deutsche ist, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte. Das heißt, dieser Überraschungseffekt wird auf jeden Fall mit dabei sein. Also bleibt gerne dran, lasst mir schon mal ein Like da und dann geht's los, würde ich sagen. Meine Nummer 1 ist Florence Kasumba, die im Black Panther zum Beispiel mitgespielt hat. Da habe ich sie auch das erste Mal im Kino gesehen und hatte keine Ahnung, dass sie Deutsche ist. Sie ist auch in Kampala in Uganda geboren, wo ich übrigens mal 2 Monate Social Work gemacht habe nach dem Abitur. Sie ist aber Deutsche und ist auch in Essen aufgewachsen. Und ja, hat es dann irgendwie so ein bisschen in diese Marvel-Filme geschafft, hat er eben unter anderem bei Black Panther und bei The Avengers mitgemacht. Des Weiteren hat sie auch bei Wonder Woman mitgemacht und sie hat im König der Löwen Remake von vor, ich glaube, 3, 4 Jahren, ist es jetzt auch schon wieder her, eine der Stimmen der Hyänen in der englischen Originalfassung gehabt. Ja, in Deutschland kennt man sie, glaube ich, noch nicht so gut, wobei sie da auch so gerade so ein bisschen am Durchstarten ist. Sie ist zum Beispiel Tatortkommissarin an der Seite von Maria Furtwängler. Und ich meine, Tatort ist natürlich super erfolgreich. Und dann ist sie hier eben auch ein ganz großer Musical-Star und hat also eigentlich in so ziemlich jedem Musical, was einem einfallen könnte, große Rollen gespielt. Zum Beispiel Evita, Mamma Mia, West Side Story und noch vieles anderes mehr. Und sie ist auch Mitglied in der Deutschen Filmakademie und lebt derzeit in Berlin. Meine Nummer 2 ist Flula Borg, der ursprünglich aus Erlangen kommt. Und der ist als YouTube-Star erstmal ganz bekannt geworden, hat dort mittlerweile über 80 Millionen Aufrufe gehabt und insgesamt 750.000 Abonnenten. Hat sich da auf jeden Fall einen Namen gemacht und ist dann auch so ein bisschen in die Filmbranche reingerutscht, wo er zum Beispiel eine große Rolle hatte bei Pitch Perfect 2, den ich übrigens zufälligerweise auch im Kino geguckt habe und ich mir schon dachte, weil er da eben auch einen Deutschen gespielt hat, so er hat irgendwie so das verkörpert, wie ich mir vorstelle, dass ein Amerikaner denkt, wie ein Deutscher aussieht. Also so in etwa war er. Und er betreibt doch eben auch so dieses Marketing als der Deutsche in den USA und hat da unter anderem viele Talkshow-Auftritte gehabt mit Conan O'Brien und hat da dann immer den Deutschen gegeben und hat eben über deutsche Traditionen, deutsche Witze und so weiter halt berichtet. Und da blende ich euch jetzt einfach mal einen kleinen Ausschnitt ein, wie das in etwa, wie ihr euch das vorstellen könnt. You were a kid. I know that cartoons were a big thing. They're a big thing for kids in America. Zeichentrickfilme. Oh, they are so lovely. I love them so hard. They teach us very deep and sad lessons in Germany. What do they do here? Here they're supposed to be funny. Kids are supposed to watch cartoons and be happy. No. That's not in Germany. What do you mean? They're supposed to teach you deep and hard lessons. They're designed to terrify you and then to correct your behavior. Stop being such an a-hole, as they say. Is that real? That's yeah. Have you heard of Struwwelpeter? What? Struwwelpeter. Struwwelpeter? Struwwelpeter. 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 Andy? Struwwelpeter. Oh, that was nice. Oh. That was a deep Franconian. You were more like a Köln cologne accent. Okay. Struwwelpeter was a very rude student who did not cut his nailsies or his hairsies. They got so long that eventually someone just cut all of his fingers off. Is this a, that's a real, this is a real cartoon yeah. in Germany? Yeah. No, now, it's not. Yes, and now I am very accurate with my clippies. We have, you brought a picture of, what is it? Say it, Andy. Struwwelpeter. Struwwelpeter! Yeah! Here's a, we have a, you have a, that's a picture of the real Struwwelpeter. Look at those fingers. And he cut, and he didn't cut them off, and then we see the result of him not cutting them off, and this is what, that's horrible! Yes. But look at the manicures of German children, Conan. I can't believe that they would let kids see a cartoon like that. Oh, yes, all the time, every Monday.
Meine Nummer 3 ist Boris Kodjoy. Der ist 45 Jahre alt und hat deutsch-ghanaische Wurzeln. Ich hoffe, das habe ich gerade richtig gesagt. Hat ursprünglich auch erstmal als Schauspieler angefangen und hat in der Serie Soul Food mitgemacht, die in den USA relativ großer Erfolg war. Und ja, spielt auch jetzt weiterhin Rollen in Serien und Filmen, aber ist hauptberuflich Model und war auch in einigen Jahren auf der Liste der bestbezahltesten männlichen Models mit dabei, also auch sehr erfolgreich. Bei Instagram ist er zum Beispiel auch sehr erfolgreich und hat dort 1,2 Millionen Follower. Dann wurde er noch im Jahr 2002 vom People Magazine unter die 50 Most Beautiful People in the World gewotet. Und er hatte viele Auftritte in verschiedenen Shows und Serien, zum Beispiel bei America's Next Topmodel, bei Grey's Anatomy und bei Nip/Tuck. Dann nochmal ein paar random Facts über ihn. Er wurde in Wien geboren, ist aber Deutscher, also seine Mutter ist auch Deutsche und ist dann in Freiburg aufgewachsen, hat 2005 geheiratet in Deutschland. Die beiden hatten dann sogar in den USA auch eine Reality-Show und er spricht fließend Englisch, Deutsch und Französisch. You're gonna have to prove just how German you are by performing a few traditional German pastimes. Yep. So if you make it to the end... This is what we do all day. Yes, if you make it to the end of our challenge, it'll prove that you are like a full-fledged German. Ooh, I'm nervous. Yeah. Now the Germans have been cracking nuts for good luck since... Whoa! Hello. Hello. Show us how it's done by filling up this bowl with cracked nuts. I believe in you. I know you got this. Here, one, two, crack it up. So, die nächste Person, die ich für euch habe, ist Tony Marfut, der in Hamburg geboren wurde und seine Eltern kommen aus Damaskus. Er war ein sehr guter Zeichner und hat Celebrities gezeichnet, unter anderem Cara Delevingne, Ariana Grande und Adele. Und ja, diese Zeichnungen waren sehr gut. Ich gucke mal, ob ich da mal was für euch finde, was ich euch einblenden kann. Und ja, waren sogar so gut, dass sie teilweise auch von den Stars, die gezeichnet wurden, auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet wurden. Und dadurch hat er dann so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gebracht. Und dann war halt noch das Ding, dass er jetzt auch nicht unbedingt schlecht aussah. Und das hat ihm dann einen Modelvertrag bei IMG Models angebracht. Und er wurde dann auch von der Vogue zu einer der... Influencer oder Models gewählt, die man kennen sollte. Bei Instagram hat er insgesamt 3,6 Millionen Follower und wurde unter die Top 10 der wichtigsten Influencer gewählt. Dann habe ich für euch noch Sassy Beats und ja, das ist die Person, die zum Beispiel bei Joker mitgespielt hat. Und zwar hat sie da die Nachbarin gespielt und die also vermeintliche Love Interest vom Joker. Sie ist ja halb Amerikanerin, halb Deutsche. Also ihre Mutter ist Amerikanerin, ihr Vater ist Deutscher. Sie ist dann teilweise in Berlin und teilweise in New York aufgewachsen und lebt mittlerweile, also ich glaube, vollkommen in New York. Und sie hat schon einige größere Rollen gespielt, halt eben wie gesagt im Joker. Dann hat sie den Domino gespielt bei Deadpool 2. Und hat in der erfolgreichen Netflix-Serie Easy auch eine größere Rolle gespielt und dann des Weiteren noch bei der Fox-Serie Atlanta mitgemacht, wo sie dann auch für einen Emmy nominiert wurde, den sie aber dann leider nicht bekommen hat. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und last but not least habe ich noch Amina Pankey, die ja eine deutsche Mutter und einen senegalesischen Vater hat, eben in Deutschland auch aufgewachsen ist, dann aber mit ihrer Schwester Anfang der 2000er Jahre in die USA ausgewandert ist, um Hip-Hop-Musik zu machen. Und da hat sie dann eben auch bei der Reality-Show Love Hip-Hop New York mitgemacht. Also Love Hip-Hop ist eine relativ große, bekannte Show in den USA. Zum Beispiel Cardi B ist durch diese Serie oder durch diese Show erfolgreich geworden. Und ja, sie machte unter dem Namen Black Butterfly mit ihrer Schwester Musik und das Ganze auch relativ erfolgreich. Sie hat 1,8 Millionen Follower bei Instagram. Und ja, ist demnach als Influencerin, aber auch größtenteils eben auch als Musikerin und als Reality-Show-Teilnehmerin in den USA ziemlich bekannt. Ja, das war meine Liste. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielleicht hattet ihr auch so ein, zwei Mal diesen Klick-Moment von wegen, ach ja, stimmt, die oder den habe ich ja aus dem und dem Film gesehen und ich wusste vielleicht gar nicht, dass er Deutscher ist. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ansonsten, wie gesagt, ein Like und ein Abonnement wäre absolut super. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.